Ja, ganz herzlich willkommen auch meinerseits. Ich habe mal wieder die Ehre und die Freude, diesen Anlass moderieren zu dürfen zum Thema Storytelling. Vielleicht können wir mal eine Folie gleich noch weitermachen. Gehst du noch mal eine weiter so? Oder noch mal bitte gleich zu euer Anfang. Ist das anderes Bild? Habe ich jetzt die Regie durcheinander gebracht? Das Thema ist Storytelling. Mehr möchte ich dazu im Moment gar nicht sagen. Die Referenten, deswegen wollte ich das Bild noch ganz gerne haben, sind ganz offenbar ein eingespieltes Team. Dieses Bild, ich war mir nicht so ganz sicher, ob es ganz echt ist, das Bild. Heute ist ja alles möglich, wenn man so im digitalen Umfeld arbeitet, weiß man ja nie so genau. Aber ich habe mich überzeugen lassen von euch beiden, dass das also echt ist. Die beiden sind wirklich Gleitschirmflieger, fliegen zusammen. Und ich denke, wer in der Luft ein so gutes Team ist und so gut harmoniert, ist es ja nicht ohne so zusammen im Gleitschirm zu fliegen. Der muss auch auf dem, wenn er Boden unter den Füßen hat, mit Sicherheit ein perfektes Team sein. Und nachdem wir alle unsere zumindest Apple-basierten Endgeräte heute mit einer etwas anderen Form daherkommen, haben auch wir ein etwas anderes Format heute. Jetzt geht es irgendwie besser. Wir werden nicht zwei Referate hintereinander haben, wie sonst üblich, sondern wir werden dieses Tandem wird im Dialog, auch im Zwiegespräch, ich habe mir sagen lassen, sie sind sich nicht immer ganz einig, werden sie das Thema präsentieren, also etwas anders als gewohnt. Ich bin aber sehr gespannt. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Folien, die ihr ja vielleicht schon gesehen habt, eine gewisse Farbenlehre, eine Farbenlogik haben. Vielleicht sagt ihr selber was dazu oder ihr kriegt es selber heraus, was dann die Idee der Farbenlehre ist. Ja, dazu möchte ich eigentlich dann gar nicht mehr zur Einleitung sagen, möchte auch nochmal an der Stelle der Hochschule Luzern und dem IKM insbesondere ganz herzlich danken für die Unterstützung. Es gibt, ich habe das hier in der Hand, es gibt einerseits so eine kleine Postkarte, die hinten ausliegt mit URL und Hinweisen über die Weiterbildungslehrgänge. Es gibt zwei Broschüren, das ist eine die kleinere und die große dicke liegt auch noch da hinten. Und die Esther von der Hochschule Luzern, uns alle bestens bekannt, ist hier und steht sicherlich für Fragen zur Verfügung. Also nochmal ganz herzlich Dank dir in Stellvertretung fürs IKM für die großzügige Unterstützung des heutigen Snacks. Ja, und damit möchte ich euch, Sue, Roman, übergeben und zeigen, was ihr so als Tandem drauf habt. Ja, herzlichen Dank. Ich gebe das Wort gerade zuerst Sue. Nein, eigentlich ist es so. Sue und ich haben die guten Ideen. Das ist übrigens Savonin, wo man da sieht, wo wir drüber fliegen. Beim Fliegen kennen tun wir uns aber nicht vom Fliegen grundsätzlich, sondern unsere Geschichte hat angefangen 2011. 2011 habe ich einen Lehrgang besucht. Nicht bei der Hochschule Luzern, dort habe ich sonst schon mal eine Schule gemacht vorher. Lohnt sich übrigens, dort hinzugehen, nicht nur, weil Luzern eine der schönsten Städte ist nach St. Gallen und Zürich und vielen anderen, sondern man lernt auch etwas dort. Nein, ich bin in der Somex Cloud gewesen und ich habe auf einen Slide geschrieben, wo das Thema war, Twitter und Bloggen. Also, ich werde nie Blogger sein, kann man übrigens nachschauen. Ist mein erster Blogpost, also mit anderen Worten, ich habe dann angefangen zu bloggen und die Schuld war zu, dass ich das gemacht habe. Ob er jetzt bloggt oder nicht, ich war damals eigentlich schon überzeugt, als Unternehmenskommunikationsmensch muss er einfach. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Wollen wir mal Trigumpe oder noch ein bisschen Stories erzählen? Nein, es gibt nur noch etwas. Also ich musste bloggen, um den Lehrgang zu bestehen, dass das einfach klar ist. Also es ist nicht so, dass sie einfach gesagt hat, man sollte bloggen, weil es gut ist, sondern es ist ein Kriterium zum Bestehen vom Lehrgang gewesen. Habe ich dann eben auch wegen dem gemacht und nachher habe ich Freude bekommen daran. Und was die Freude nachher ausgeartet ist, seht ihr heute Abend. Ja. Unternehmensziel. Also wir sehen hier den König. Der König hat volle Schatztruhe im Sinn. Der König hat ein schönes Königin-Fräulein oder das Burgfräulein im Sinn.
Und der König hat ein grösseres Schloss im Sinn. Warum hat der König ein grösseres Schloss im Sinn? Weil jeder von uns hat einen König. Selbst wenn man selbstständig ist, hat man einen König, dann ist man einfach selber. Das heisst, hinter allen Anstrengungen, Storytelling, Social Media Initiativen und so, steht eigentlich der König. Und der will ungefähr drei Sachen. Er will immer grösser werden, er will immer mehr haben und er will vielleicht eine schönere Frau haben. Oder wenn es eine Königin ist, der schöner Mann oder der schöner König. In dem Spannungsfeld stehen wir. Also wenn wir etwas machen im Storytelling, dann machen wir das nicht, weil wir jetzt überzeugt sind, ja, Social Media ist noch cool und Storytelling ist noch gut. Am Schluss vom Tag zählt nur eins. Produkt verkaufen, also Absatz fördern, Firma positionieren oder einmal als Person positionieren. Es gibt Kunden halten, neue Kunden gewinnen, also ihr kennt das alles. Storytelling ist immer eine Folge vom Erlangen von diesen Zielen, die man sich gesetzt hat. Wenn das nicht der Fall ist, kann man das schon machen. Man kann das für sich selber machen, einfach aus Spass an der Freude. Aber keiner wird bei seinem König irgendwo in der Firma oder in der, sagen wir so, in der Wirtschaft auf Gegenliebe stoßen, wenn er nicht am Schluss kann sagen, ich helfe einem von diesen Punkten näher zu kommen oder einen von diesen Punkten zu erreichen. Also über dem Ganzen steht das. Content-Strategie. Warum ist die Strategie wichtig? Also man sieht hier, oder, die greifen jetzt das Schloss an und der in der Mitte, der überlegt sich jetzt natürlich, oder, gehe ich geradeaus darauf zu. Könnte eine dumme Idee sein, wenn der dort oben steht und da gerade irgendwie seinen Morgenstern oben runterrührt. Gehe ich flankierend, komme ich wirklich mehr von links oder rechts? Die Strategie ist etwas. Also wie tun wir unsere Story an die Leute bringen? Die Idee ist auch so, das geht nicht Freestyle, dass man sagt, ja, wir versuchen mal etwas, sondern überlegt vorher, aufgrund der Zielsetzungen, die man sich gesetzt hat, aufgrund der Kunden, Marktkenntnis, die man hat, gibt es einen Weg. Also man stellt sich vor, welcher Weg für uns wirksam ist. Und darum ist es wichtig, bevor wir überhaupt über die Grundgeschichte reden, dass wir wissen, was soll die Strategie an diesen Zielen zuarbeiten. Das ist einer der wichtigen Punkte. Also nicht blind drauf loslaufen. Wir sehen hier, die haben sich da auch mit x Maschinerien aufgestellt. Auch das gehört in die Strategie. Also welche Hilfsmittel brauchen wir dazu? Da haben wir noch nicht geredet, was Geschichte ist, sondern nur einmal davon geredet, wie dass wir etwas zu unserem Ziel zuführen. Ich muss mal kurz intervenieren, weil ich muss ja gar nicht den Kopf drehen. Haben wir ja abgemacht. Weil, es ist natürlich so, von wegen einfach drauf los, in der Praxis sieht es ganz anders aus. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn bei meinem Kunde die Leute schon mal einen Twitter-Account haben. Wenn sie einfach schon mal anfangen und lernen. Und gerade heute komme ich aus einem Workshop, wo es um eine Gesamtstrategie geht. Und da haben wir festgestellt, dass in diesem Prozess, der geht so 3-4 Monate, eigentlich eins der wichtigsten Erkenntnisse für die Strategie ist, ist das Learning, was sich drüber legt, über diesen Prozess. Also in der Praxis sehr wohl einfach anfangen, hast du nämlich auch gemacht. Ja, aber das war eben noch vor einem Jahr gewesen und da hätte man das noch machen können. Heute sind alle ein bisschen weiter und heute geht das nicht mehr. Nein, natürlich, du hast schon recht, man muss mal einmal anfangen. Was bei der Strategie und bei der Zielerreichung halt wichtig ist, wir brauchen von der Firma, also wenn wir reden jetzt von Firmenstrategien, dann brauchen wir müssen wissen, welche Ziele wir erreichen wollen und wir müssen wissen, wer wir sind. Wer nicht weiss, was seine Firma tut und was seine Firma soll bringen, der wird nie eine sinnvolle Content-Strategie. Da gibt es immer ein Flickwerk. Wir müssen eine Grundbotschaft haben, die flexibel ist, wo man kann auf die verschiedensten Kanäle, eben mit den verschiedensten Angriffsmethoden, einsetzen kann. Ich kann ein Beispiel geben. Ich bin von einem Unternehmen von der Schweizer Kantonalbanken und wenn man auf unsere Internetseite geht, dann kann ich mich ganz sicher als Kommunikationsmitverantwortlicher nicht rühmen, dass wir jetzt das mit dem Content-Strategie und Storytelling schon voll im Griff haben, weil wir haben es nicht. Und der Fehler ist der, und da sind wir jetzt am Arbeiten, uns fehlt also die grundlegende Geschichte, also wenn man zu uns geht, weiss man, da kann man Geld anlegen mit denen oder man kann eine Vorsorge Lösung kaufen. Was man aber nicht sieht, ist, was wollen wir mit dem erreichen.
Und jetzt könnte man sagen, wir haben eine Idee gehabt, eine Grundstrategie oder eine Grundbotschaft für uns, die man flexibel umsetzt, ist, wenn man mit uns Geld anlegt, tut man seinen Lebensstandard langfristig verbessern. Das ist etwas, wo jeder etwas damit anfangen kann. Also quasi, wenn man mit uns arbeitet, sollte es mir langfristig besser gehen. Den Beweis erbringen ist eine ganz andere Geschichte. Aber das den Leuten als Geschichte klar zu machen, kommt zu uns, wir schauen für euer Geld, wir kümmern uns darum, dass es euch langfristig besser geht, wäre jetzt so eine Grundbotschaft, die wir versuchen, und das wird man in der nächsten Zeit, Monaten sehen, versuchen, ein bisschen zu vermitteln und das in verschiedensten Geschichten. Ich habe immer versucht, das vom Roman Kleving auseinanderzunehmen und auch zu gucken, was sind denn konkret die Learnings in der Praxis gewesen. Und eins möchte ich kurz aufnehmen, was er eben gerade gesagt hat, diese Botschaftengeschichte. Das ist eben in Social Media gar nicht so einfach. Wir können zwar im Management erzählen, wir bringen unsere Grundbotschaft über Social Media an den Mann, indem wir diese Stories erzählen, aber eigentlich ist die Botschaft in gutem Social Media Teil des Dialoges. Es kann also passieren, dass unsere Botschaft durch jemanden anders ausgesprochen wird, weil wir vorher eine gute Bühne geboten haben, weil wir vorher denjenigen inspiriert haben, vielleicht auf Twitter oder irgendwo anders, zu sagen, Swisscanto ist toll, die haben mich jetzt aber wirklich weitergebracht. Und das ist die Kunst, dass wir eben nicht einfach nur noch hergehen wie früher in der PR und diese Botschaft raussenden, sondern dass jemand anders die sagen kann und vor allem das Gegenteil behaupten. Dann habe ich aber hier, ich habe versprochen, auf was setzt man bei Swisscanto? Ganz klar auf Wissen, also im Corporate Blog vor allem, über den reden wir später noch ein kleines bisschen genauer. Man hat sich entschieden, den als Zentrum zu setzen, vertieftes Wissen und Trendthemen. Also man nimmt hier ganz klar Marktthemen auf oder auch saisonale Geschichten, wie entwickeln sich Aktien im Sommer, wenn die Leute weg sind. Und das wird sehr schön verpackt, wie ich finde, sehen wir später nochmal, wenn die Autoren zum Beispiel, also wenn der Chefstratege schreibt, dass er jetzt gerade, er merkt daran, dass Sommer ist, dass er seine Hemden selber bügeln muss, weil die Familie schon vor in die Ferien vorgefahren ist, dann ist es also schon auch wieder in eine Story verpackt. Was wir dort auch machen oder was ihr vor allem macht, sind Know-how-Träger zeigen, also man zeigt echte Leute, das sind also bei weitem keine Autoren, absolut nicht, also das ist hier kein PR-Geschwafel, im Gegenteil, Roman hält sich sogar sehr zurück, obwohl er eigentlich der Wortkünstler wäre in dem Unternehmen. Das haben wir vorhin gesagt, warum ist relativ klar, gerade hier, wir haben fortgeschrittene Leute im Saal, auffindbar, ausführlich und so weiter, dauerhaft natürlich. Und Twitter ist als Hub gedacht. Was die Learnings sind, was ich vor allen Dingen auch als Außenstehende sehe und was du sowieso vorher schon wusstest, es galt, interne Skeptiker abzuholen. Also glaub nicht, dass man bei Swisscanto, dass sich der Roman hingestellt hat und sagt, mach jetzt einen Blog, weil wir da unsere Grundbotschaften gut rausbringen. Im Gegenteil, also das war wirklich, da musste intern überzeugt werden und das wiederum hat er geschafft, indem er selber gebloggt hat. Er war so fest in diesen Mechanismen drin. Und hier das nämlich von wegen einfach nur anfangen, erst wenn du die Strategie hast, das war wichtig für ihn. Er hatte, das saß, oder in jedem Gespräch konnte er da einfach standhalten. Aber der Prophet im eigenen Land ist nicht ganz so viel wert. An einem gewissen Punkt, eben, da haben wir also noch nicht von Content-Strategie geredet, sondern hat man einfach mal gesagt, ja, machen wir einen Blog. Und in der Regel ist dort die Idee gewesen, machen einen Blog und wir reden, was wir gut können. Und das ist so attributtrieben, oder? Also einfach, was ich kann, das interessiert oft viele Leute nicht, sondern es interessiert nur, was kannst du für mich tun. Also es nützt nichts, wenn einer sagt, ich kann Auto fahren, wenn er dir nicht sagt, ich fahre mit dir von A nach B. Also ein Taxifahrer, der dir sagt, ich kann Auto fahren, aber nimmt dich nicht mit, nützt nichts, so in dem Sinn, als bildlich ausgedrückt. Und das war bei uns ein bisschen die Idee gewesen, oder? Ja, wir hauen die gleichen Botschaften raus, wie wir sonst in der PR machen, funktioniert nicht. Und in dem Punkt habe ich eben durch das, dass ich Zug kennengelernt habe, sie mich dazu gezwungen hat zum Bloggen und ich dann Freude bekommen habe daran, habe ich sie dürfen nie nehmen für Schulungen von Leuten, die als Blogger prädestiniert werden. Und das ist bei uns zum Beispiel ganz klar, das sind alles Leute, die Entscheidungen treffen. Weil
hat mir gestern jemand gesagt, oder? Man will nicht mit dem Schmiedli reden, sondern mit dem Schmied reden. Das ist, wenn ihr ein Problem habt, geht ihr in den Laden hin, irgendein ist etwas nicht weiterkommt, dann fragt ihr auch, kann ich mal mit dem Chef reden. Und beim Blog ist es auch so, da haben wir nicht die Presseabteilung vorstellen, sondern die Leute, die hier schreiben, sind die Leute, die Verantwortung haben für die Handlungen in den Bereichen, wo sie darüber schreiben. Das war ganz wichtig. Und dort haben wir eben, wie Zu gesagt hat, weiss Gott, nicht Leute gehabt, die sich jetzt darum gerissen haben, irgendwie noch 4000 Zeichen schreiben und dann am besten noch von uns drängt, nicht einfach einen Fachidioten-Text, sondern einen Text, der auch jemanden interessiert. Wo irgendwie einer sieht, ah, der Mensch, der lebt ja nicht nur im Computerbild oder so, sondern der spürt auch etwas bei dem, was er tut. Und da ist Zu eigentlich ins Spiel gekommen. Externe Schützenhilfe, bei all diesen Sachen nicht unterschätzen, auch nicht jeden Social-Media-Berater überschätzen, weil alles könnte einem nicht abnehmen. Es ist ja so, also da bin ich immer ganz klar, man muss es von innen wollen. Einfach einen Berater anstellen und der überzeugt die Leute, funktioniert nicht. Da möchte ich noch eins ergänzen, was ihr eben auch, wie ich finde, sehr schön gemacht habt. Ihr habt also, man hat nicht nur die zuständigen Blogger ausgebildet, sondern man hat auch intern Schulungen angeboten. Und zwar zweimal über Mittag, das ist so ein etabliertes Format, wo man, Lunch Learnings heißt das bei Swisscanto, wo man wirklich die Leute eingeladen hat, also Mitarbeiter, und mal über die Fläche gesagt hat, was ist denn eigentlich Social Media, was müsst ihr achten im privaten Gebrauch, was sind unsere Guidelines bei Swisscanto, man hat die nicht einfach ihnen vor die Füße gerührt oder im Intranet sind die jetzt zum Download bereit, sondern man hat wirklich mit den Leuten geredet, hinterher auch beim Lunch, es war nicht so, dass da auch die Masse, dass die alle Juche gerufen haben, sondern das hat sich wirklich über die Zeit dann erst etabliert. Gut, über den Aufwand, ich glaube, hier im Raum müssen wir nicht viel sagen. Unser Learning war, es ist immer mehr, als man denkt. Wir haben uns dann natürlich überlegt, okay, wir wollen euch heute was über Storytelling erzählen. Oh, das wird schwierig, wir haben es mit fortgeschrittenen Leuten zu tun. Das hat man natürlich gesehen, Twitter und auf dem Blog Kommentare. Also uns war relativ klar, huch, hier können wir nicht einfach nur Standard erzählen. Drum haben wir euch ein paar Tools mitgebracht, wo wir finden, vielleicht so Content-Recherche oder Bookmark-Tool für Redaktionen, also wo sich die Redaktion austauschen kann, wenn sie gute Beiträge irgendwo liest, hey, das können wir doch weiterverwerten bei uns auf dem Blog, wo man sich in einer Gruppe innerhalb austauschen kann, ohne Links per Mail umeinander zu schicken. Das ist also sehr unschön, weil dann werden die irgendwo lokal abgelegt und das Team profitiert nicht davon. Wir haben einfach so ein paar Beiträge dazu gegeben oder auch zum Thema Content-Strategie noch ein bisschen was Fortgeschrittenes zum Lesen oder auch was euch Argumente liefert. Ihr könnt ja nicht einfach vielleicht mit dem CEO sagen, der Capellon und die Franke haben gesagt, man müsset, sondern man braucht durchaus noch ein paar Publikationen und deswegen haben wir euch das Slide angehängt, vielleicht später noch zum Nachlesen. Ja, und wenn man den Schritt hat, oder? Also wenn man weiß, man will es, wenn man weiß, es wird zielführend können eingesetzt werden, dann kommt man zu der Geschichte. Und jede Geschichte, die man erzählen sollte, die hat einen Zweck und der Zweck ist die Aufmerksamkeit. Also man muss die Leute aus ihrem, wie soll ich sagen, aus dem Dornrösli schlafen, dann bleiben wir ein bisschen beim Königsbild, oder? Wecken mit seinem Inhalt, damit sie für einen da sind und die Aufmerksamkeit haben für die Botschaft, die man will anbringen. Und die Aufmerksamkeit, also wie machen wir das? Eben, man verpackt seine Botschaft in Geschichte. Es gibt Sachen, die sind vielleicht, auch zukünftig, da bin ich sehr kritisch, wenn man zum Metzger geht und ein Plätzchen will kaufen, dann interessiert einem, wenn man in die Metzgerei kommt, nicht unbedingt Geschichte. Oder? Also man geht nicht in die Theke und sagt, erzählen Sie mir mal noch schnell eine Geschichte. Oder? Nein, gehst du hin, sagst Plätzchen 200 Gramm, wirst du den Preis. Aber die Grundbotschaft ist eben vielleicht die, die Metzgerei verkauft Fleisch aus der Region. Schreibt dann von welchem Bauernhof. Das ist ihre Botschaft. So hat sie die Aufmerksamkeit. Und sie erklärt ganz vieles mit dieser Botschaft schon, wo dir als Käufer tatsächlich vielleicht wichtig ist. Also beim Verkaufsakt selber wird zum Beispiel nicht mehr eine Geschichte erzählt, dann ist nämlich schon zu nahe. Aber bis dort ankommt, also überlegt euch, wann ist der richtige Moment. Eben, man muss als Verkäufer auch mal abdrucken können, muss genau wissen, wenn der fähig ist oder wenn er reif ist, um etwas zu kaufen. Dann hat aber die Geschichte schon lange gewirkt. Also muss man vorne ansetzen.
Geschichten sollten mit Bildern erzählt werden. Also etwas, was hoffentlich so ist. Wir werden hier im Kopf bleiben, weil wir zwei über die Berge fliegen. Und hoffentlich bleiben euch die Playmos ein bisschen im Kopf, weil die eben Schloss entern oder was auch immer die machen. Hat einfach einen Zweck, das Bild bleibt euch im Kopf. Irgendeine hockt ihr im Büro, studiert die Strategie um und denkt, oh, wie mache ich jetzt denen klar, dass wir von links angreifen müssen. Könnt ihr vielleicht mal auf Slideshare, nehmen das etwas führen und sagen, ja, das Bild bleibt. Das wird mehr bleiben als jetzt die Botschaften, wo vielleicht schon jemand gemerkt hat, ich rede immer, wenn eine bestimmte Farbe ist und zu redet immer, wenn eine andere Farbe ist. Das wird euch nicht auffallen, aber die Bilder werden euch bleiben. Und im Alltag, egal was wir machen, also wir zwei erzählen euch jetzt eine Geschichte und egal mit wem dass ich nachher rede von euch da, wir werden immer eine Geschichte erzählen. Und das ist etwas, was in uns innen ist und darum wird das als natürlich wahrgenommen. Geschichte muss aber authentisch und ehrlich sein. Also man kann auch ein Märchen erzählen, aber ein Märchen endet nicht im Verkauf, aber eine wahre Geschichte wird. Zu der Metzger-Geschichte. Was ich oft in der Praxis sehe, ist, dass besonders PR-Leute, die jetzt mit Social Media intensiv arbeiten, dass die sehr fokussiert, wir denken an die Grundbotschaft vom Anfang, dass sie immer Grundbotschaft raus damit oder genau die muss erwähnt werden. Und dabei vergessen wir in der Praxis, dass es eigentlich die Gespräche dazwischen sind. Denn der Roman kauft schlussendlich bei dem Metzger, weil er ihn vielleicht kennt, weil er oft, also ich gehe jetzt mal auf dieses Dorfbild zurück, oder? Weil er ihn immer wieder mal sieht in der Stadt oder andersrum. Der Metzger behandelt ihn besonders freundlich, weil man auch mal übers Wetter redet. Und seid hier vorsichtig, gebt dem Raum. Also gerade in Content-Strategien steht das nirgends, dass auch gechattet wird, dass auf Twitter auch mal geschrieben wird, ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder auch auf Facebook oder in Blogs. Und ich glaube, das sind die eigentlichen Erfolgszutaten. Das sind die Gewürze. Ihr müsst mal die Leute angucken, die Blogger. Ich sage immer, wenn ihr mit Corporate-Blogs anfangt, echte Blogger lesen. Also ich unterscheide wirklich zwischen echten Bloggern und Corporate-Bloggern. Sorry, Roman. Das sind genau die Zutaten. Die reden mit ihren Leuten. Die gehen drauf ein, wenn jemand was kommentiert hat. Und viele PR-Leute wollen davon nichts hören und sagen, ah, es interessiert mich doch nicht, was einer gegessen hat und dass er jetzt gerade hier bei uns eingecheckt hat um die Ecke und uns zufällig erwähnt hat. Obwohl es genau auf das ankommt, dort zu antworten, also dieser Smalltalk, ich habe mal ein Experiment gemacht, ich habe mich einen Tag beobachtet, was ich so von mir gebe, Schlaues. Ich bin ein bisschen erschrocken. Also, hast du Schlaues oder einfach von dir gibst? Was ich von mir gebe. Ich bin erschrocken über das, wie viel Smalltalk, wie viel Volumen das einnimmt im Tag, wenn man sozial unterwegs ist als Mensch. Ich würde sagen, wir können nochmal... Ja, Verpackung haben wir ist... Gesagt, Emotionen. Verpackung ist etwa das A und O. Oft auch, eben, das würde Peer in der Regel nicht machen, den Markennamen am Schluss nennen. Gute Geschichten, wir hätten jetzt auch 10 YouTube-Filme zeigen von Marilena, ist übrigens eine Praktikantin bei uns, sie hat all die schönen Playmobil-Bildchen selber gemacht, also selber geschossen, selber dargestellt, danke vielmals übrigens. Sie hat auch Filme gesucht, eben für gute Storys. Und was wir herausgefunden haben, ganz viele gute Storys gibt die thailändische Bank, 4-minütige Videofilm auf YouTube, herzzerreissend und so weiter. Am Schluss irgendein ist 7 Sekunden ein Logo drin. Ich habe es nicht verstanden, weil ich kann nicht thailändisch, aber ich habe das Gefühl, es ist nie von dieser Bank geredet worden in diesen 4 Minuten Film. Aber ich weiss es heute noch, das Logo habe ich dann gekannt, wie dort ist Bank drin gestanden. Nein, das ist so. Würde man in der PR nicht machen, man kommt ziemlich schnell mal mit Markennamen und Firmennamen und weiss nicht was, in der Geschichte, in einer guten Geschichte, vielleicht am Schluss kommen und bezogen jetzt auf unseren Blog, es geht nicht immer, aber oft, gar nicht. Weil es ist bei uns auf der Plattform, die Leute, alle von euch, die dort drauf gehen, man ist ja nicht dumm, man weiss ja, wo man ist, dann muss man nicht nur sagen, ja, ihr seid dann übrigens da beim Blog und ich schreibe euch noch 5 Firmennamen und 5-mal Markennamen, wir wissen, wo wir sind. Das ein bisschen beherzigen, dann könnte es funktionieren. Gelöste Herausforderungen und Drama ist immer gut. Also,
Drama ist etwas, das wir gerne haben. Sind Helden. Macht in eurer Geschichte Helden. Kann man auch in der Firma. Man schafft ja jemanden, wo man hoffentlich ein Produkt hat, das gewisse Probleme löst. Und dann ist man für gewisse Leute ein Held. Nicht für alles, findet nicht immer alle gut, was man macht. Aber wenn man überlebt auf dem Markt, dann ist man immer mal wieder ein Held, weil man eine Story hat, wo man jemandem geholfen hat. Ich würde gerne mir mal kurz in die Bücher gucken lassen von euch, und zwar das Thema mit den Helden. Die echten Blogger haben das Rezept, dass sie auch anderen die Bühne bieten, ein Held zu sein. Scheint mir noch eine gute Taktik, eine gute Strategie, dass wir, weil PR möchte immer über sich reden, über die eigenen Lösungen, was hat man gelöst, und man stellt die eigenen Leute ins Schaufenster. Aber es kann sein, dass ein Kommentator, ein Kunde, ein Partner oder auch einfach jemand aus der Welt da draußen der eigentliche Held ist. Und dann fängt das Kuratieren an, dass wir Inhalte von anderen Leuten zeigen, die gut sind, und dann bin ich der Meinung, wird die Story noch glaubwürdiger. Und der Held ist immer der, der auch die Quelle richtig zitiert. Ja, Quelle ist noch ein guter Punkt. Sage ich immer, was unterscheidet die Blogger von klassischen Medien? Da kommt immer niemand drauf, aber es ist eigentlich so, dass die Blogger selbstverständlich Quellen zitieren. Auf was setzen wir? Über das haben wir gesagt. Erfahrung, Wissen haben wir vorhin schon mal. Tiefe und Unterhaltung, das ist neu. Also Finanzbranche, Unterhaltung, eher nicht. Was die Schreiber versuchen, die Moral von der Geschichte. Also man versucht, ein Learning zu geben. Also nicht nur irgendwas zu erzählen, das Produkt ist neu, sondern wir haben was gelernt oder ich habe mir was überlegt. Eben dieser Stratege, der hatte mal ganz kreative Ideen, also fast schon philosophische Ideen. Also da gibt es immer so eine Moral, das haben wir gesagt. Verständlich und persönlich, das ist was, da habe ich mir fast ein bisschen die Zähne ausgebissen an den Herrschaften. Verständlich schreiben, denn sie haben sehr passiv geschrieben. In einem Blog oder in Social Media, beim Storytelling ist es gut, wenn man aktiv schreibt. Kurze Sätze, eigentlich so wie im Blick, so kurzen Blicküberschriften, also ihr wisst, was ich meine, einfach keine Substantivierungen drin, Heid, Kite, alles was schwierig macht zum Verstehen, also wie eine NZZ schreibt, so wollen wir auf dem Blog nicht, und das ist natürlich NZZ-Publikum, die lesen ja den ganzen Tag nichts anderes. Also solche Literatur, und wahrscheinlich nicht der Blick am Abend, aber das ist die Sprache, die wir brauchen, dieses verständlich und dieses persönlich, und das finde ich, ist sehr gut gelungen bei euch. Also muss einfach sehen, wieder Finanzbranche ist ein bisschen eine maskierte Branche, das hat damit zu tun, wir sind schwer reguliert, wir sind, da gibt es eine FINMA, da gibt es Bundesstellen, die einem überwachen, die Banken haben auch ganz viele Fehler gemacht, die sehr wahrscheinlich auch viel von deren Überwachung heute rechtfertigen. Führt aber auch dazu, dass Leute, die in dieser Branche arbeiten, eben eine maskierte Sprache bekommen. Also es ist bei uns immer, oder die Börse könnte raufgehen, aber sie könnte auch 2 Punkte fallen. Oder das wird so geschrieben. Das Problem ist, was hast du jetzt gelernt dabei? Oder? Ja, geht sie zu oder runter? Weil, dass sie beides machen kann, das wissen wir. Und in einem Blog die Leute dazu anhalten, zu sagen, wenn du überzogen bist, dass es ue geht, dann sagt den Leuten, es geht ue. Und das ist ein mutiger Schritt gewesen, wo viele Leute gemacht haben bei uns. Das ist ein Schritt, wo jetzt bei uns eine Rechtsabteilung ziemlich ein Ende von ihren Kräften bringt, weil in keiner von unseren Hochglanzbroschüren steht, es geht drauf, sondern es geht immer, es geht drauf, Sternli, ohne kleinere Schrift. Könnte aber auch sein, dass es runtergeht. Oder das ist so, wir arbeiten das so, das ist das Business, wo wir sind. Wenn ihr ein Medikament erfindet, dann steht «Ist gegen Kopfweh» und in den Nebenwirkungen steht «Könnte übrigens Kopfweh und ein trockenes Maul geben». Oder das sind Einschränkungen, die wir haben. Darum schreibt auch keiner aus der Pharmabranche einfach in einen Blog hier, «Mein Medikament heilt das». Oder? Dann muss fast ein Sternchen machen. Ihr als Einzelpersonen, oder, könnt das machen. Jetzt geht es eben so, oder? Persönlich sein oder so im Blog. Ist auch so. Wir haben auch überlegt, es gibt Leute bei uns, die überlegen, soll ich noch selber bloggen. Jetzt für mich als Social Media Verantwortlich von einer Firma ist das eigentlich ein Kompliment, wenn einer sagt, ich überlege mir selber noch einen Blog zu machen. Für die Firma ist es relativ schwierig, aus einem Grund, Konsistenz.
Glaubt mir eins, wenn ihr einen findet, der Roman Kappeler, der steht jetzt hier vor euch und redet über Storytelling und ihr findet, das ist gut oder schlecht, was er sagt. Aber ich erzähle euch konkret, wie wir es machen. Geht ihr auf meinen eigenen Blog und ich schreibe über Social Media Themen und sage, jetzt müssen wir das machen. Oder? Und das geht auseinander zwischen dem, was ich euch gesagt habe. Den glauben wir nie mehr. Oder? Und der Privatmensch, der bei uns als Investment Officer arbeitet, der muss sich dem bewusst sein. Der kann nämlich nicht bei uns im Blog schreiben, jede Börsen oder boosten und 20% plus. Und am Abend geht er rein und sagt, das ist eigentlich nicht so gut gewesen. Ich schreibe jetzt mal meinen eigenen Blog und sage, passt auf. Oder? Das funktioniert nicht. Und als Firma ist uns viel wohler, er macht seine Meinung, weil es muss seine Meinung sein, für uns Kunden, weil es positioniert ihn als Person, das sind wir auch. Die Leute fühlen sich übrigens sehr geschmeichelt, wenn sie Kommentare bekommen. Auch einmal negative Kommentare, was ihnen Mühe macht, ist nichts zu hören. Das kennt jeder, der selber schreibt, auch oder so. Das Nicht-Reagieren der Leute ist immer ganz schwierig. Lieber mal einer, der sagt, du findest den Kabis, den du geschrieben hast, dann kannst du zurückschreiben, was findest du in den Kabis, und dann diskutiert man das, dann ist auch gut. Aber schlimm ist, wenn es einfach nicht ankommt, wenn man denkt, ja, ich sende mal aus und es passiert nicht. Und die Leute werden eitel. Die werden eitel auf dem und sie merken das langsam, wir sind jetzt ein Jahr dran, diese eigenen Storys für die Leute zu machen, dass je persönlicher, je klarer ihre Aussagen werden, je mehr wird kommentiert. Punkt. Das ist ziemlich eine simple Sache. Und wenn sie das lernen, dann funktioniert es da. Oder? Warte schnell. Ja. Wenn ich da schnell anhänge, mit den Kommentaren, das ist so eine Sache. Das sind natürlich die Corporate-Blogger, die bloggen dann bei sich auf dem Firmenblog und erwarten Kommentare. Warum bekommen sie keine? Hat jemand eine Idee? Alles fortgeschrittene Leute. Wieso bekommen die Leute keine Kommentare? Weil sie selber nicht kommentieren. Oh, sorry. Was wolltest du sagen? Das, aber das haben sie. Da sind sie recht gut geworden. Auch mal einen Gedanke offen lassen findet statt. Ich glaube, es ist die Offline-Vernetzung. Und auch in Social Media, da kommen wir nochmal kurz drauf, in anderen Netzwerken. Also man ist nicht einfach nur vernetzt, weil man jetzt einen Blog startet, sondern es gehören die anderen Plattformen dazu, das muss man euch ja nicht sagen. Aber auch andere Blogs lesen. Ich meine, ich halte das für sehr wichtig. Blogger lesen Blogs. Ist wie logisch für mich. Ist ja logisch. Habt ihr euch mal bei WordPress eingeloggt? Bei Neuen fällt mir das immer auf, zu sagen die, oh, wo ist denn hier? Und dann sage ich, ja, das sind andere Blogs, die wollen dir natürlich vorschlagen, dass du andere Blogs, interessiert mich nicht, ich will doch meinen eigenen Blog machen. Ja, wir können kein Buch schreiben, wenn wir nicht mal ein Buch gelesen haben. Also das halte ich wirklich für wichtig und dort mal zu kommentieren, dass man überhaupt, dass man sich kennt. Ah, das ist der dort bloggt. Also, kommen wir noch dazu. Ich glaube, hier können wir eigentlich drüber gehen, wir haben herausgefunden, Grafiken sind gut, oder? Der Autor gehört zur Story wie die Butter zum Brot, das haben wir wirklich gemerkt. Also der Autor, der klebt wirklich an dieser Story und wir haben auch, also der Roman hat entschieden, dass der Autor bis zuletzt einfach auch die Kommentare bewältigt, also die Flut von Kommentaren, dass er immer auch antwortet. Und das ist so, das ist das Authentische, das Persönliche, was man will. Aber mehr möchte ich, glaube ich, dazu nicht unbedingt sagen. Ein paar Tools, wie versprochen, wenn ihr einen Workflow darstellen wollt, vielleicht für eure Content-Strategie, wer muss was entscheiden, habe ich euch eins rangehängt. Zahlen visualisieren, hat mich einen ganzen Tag gekostet, mich mit diesem Tool auseinanderzusetzen. Ich habe echt graue Haare bekommen. Hier unten so Bilder, also es gibt mittlerweile übrigens auch eine Social-Media-Lizenz, die gibt, also habe ich erst seit gestern gesehen, darum hängt der Link noch nicht dran, also wo ihr Bilder kaufen könnt, müsst ihr mal googeln, Social-Media-Lizenz Bilder, dann findet ihr das, wo man vernünftige Lizenzen bekommt, weil die ihr sonst kauft, die funktionieren gar nicht für Social-Media, die könnt ihr nicht nutzen auf dem Blog, weil die sind für Print oder für eine Website gedacht, aber nicht zum 500 Mal teilen, was wir ja eigentlich wollen auf dem Blog. Und schreiben, so ein paar Hilfen einfach. Guckt es euch mal an. Wir haben noch mitgebracht, was ist denn eigentlich, was kann diese Story geben? Da kommt natürlich auch mein PR-Hintergrund. Ich sage immer, die guten Storyfinder, das sind eigentlich tatsächlich die PR-Leute, denn die sind das gewöhnt. Die sind früher schon durch die Firma gelaufen, durch die Gänge und wenn die irgendwo
nur was aufgeschnappt haben an der Kaffeemaschine, das war immer der wichtigste Punkt, neues Projekt gestartet, neues Produkt, neue Mitarbeiter, ah, was, wir haben jemand abgeworben vom Wettbewerb, keine Ahnung, da macht man eine Personalie, suchen, schnüffeln, ich sage immer diese Schnüffelnase entwickeln, um eben solche Dinge zu finden, also das hier sind eher so klassische Geschichten, aber hier drüben, Präsentationen, sieht man wenig auf Blogs, Video selbstverständlich, Grafiken, aussagekräftig Grafiken, die man auch mal klicken kann und groß ziehen. Das ist Content und jetzt möchte ich noch ein was ergänzen und zwar Bier. Ich habe einen Student betreut, der hat eine Diplomarbeit gemacht über Biermarken auf Facebook und er hat rausgefunden, also 15 Marken verglichen, er hat was ganz Spannendes rausgefunden, ich werde es nächste Woche verbloggen. Man setzt dort immer ausschließlich auf Content Fußball. Klischee, Fußball. Da hat die Leute befragt von einer Bier-Community, die wollen gar keinen Fußball. Die wollen kulinarische Tipps, die wollen Tonalitäten, die höflich und kollegial sind, also nix hier, jo mei, nehmen wir noch ein Bier. Content-Strategie, fragt mal die Leute und dann werden auch hier noch weitere Dinge entstehen, wo man auf einmal feststellt, oha, Fußball machen alle, lass uns doch mal einen anderen Weg gehen. Jetzt bist du noch dran? Ja, also eben Bier, keine Zielgruppe. Also wissen, mit wem man redet, finde ich ein bisschen tragisch, wenn eine Bier-Community, also eine Biermarke nicht herausgefunden hat, dass nicht alle Leute, die Bier trinken, auch wirklich Fußball gut finden, weil man könnte auch Eishockey machen oder ich trinke das Bier auch gerne im Sommer, weiß auch nicht, nach dem Baden, also nicht alles immer mit Fußball zu tun. Genau das ist eben auch das Markenerlebnis. Beim Bier ist das Markenerlebnis vielleicht ein bisschen einfacher. Man hat es gern oder man hat es nicht gern. Also, dann hat man diese Marke noch gern oder diese Marke nicht gern. Bei Dienstleistungsmarken, wie jetzt wir bei Swisscanto sind, also es gibt keine Swisscanto-Niederlassungen. Ihr könnt nicht zu Swisscanto kommen. Also müssen wir Swisscanto für euch kreieren. Das heisst, wie können wir das machen? Oder? Also nicht anfassbare Produkte. Wir haben keine schöne Schalterhalle, oder? Eine Bank kann sich noch dort differenzieren, man kann noch ein schönes Haus haben oder ein schönes Gebäude, man kann nette Schalterbeamtinnen, Beamte haben oder wie auch immer, aber wir können das nicht. Also versuchen wir, das Produkt selber zu sein. Und das Produkt bei uns ist da oben, ist das Kopfrechnen von den Leuten, die bei uns zum Beispiel auch bloggen. Und entweder findet man mal die Leute, die finde ich jetzt noch sympathisch oder die können etwas wie das, was ich lese, hat noch Hand und Fuß. Und dann wird man uns auch gut finden. Es macht nicht mehr einfach eine Imagewerbung, Bildchen anpflanzen und dann denkt man, wow, die haben so ein schönes Bild und das Logo ist noch gut, das lange nicht mehr. Wir wollen die Leute hinten dran sehen und gerade die Dienstleistungsmarken müssen das je länger, je mehr machen. Hat auch gewisse Gefahren, man wird abhängig von diesen Köpfen, aber am Schluss des Tages ist das in dem Bereich, also wenn man nicht kann sagen, oder, die Fernbedienung funktioniert, das ist A oder B, das ist so einfach 0 oder 1 funktioniert nicht. Eine Dienstleistung funktioniert immer mit den Leuten. Also kreieren wir das und wir können das über Geschichten machen. Wir versuchen auch, in einem Bereich, der nicht sehr attraktiv ist, einem anderen zu sagen, du übrigens, die Anlagefonds sind dann noch gut, aber in der Zielgruppe, wo das relevant ist, versuchen wir, Advokaten zu finden. Also Leute, die nicht einfach sagen, Geldanlage ist sowieso alles Beschiss und so, sondern Leute, die sagen, nein, ich habe das probiert, das, was die sagen, das halten die auch. Denn immer ein Mehrwert. Die Leute sollten drin unbedingt einen Mehrwert sehen bei den Storys, die wir ihnen liefern. Und am Schluss des Tages ist es so, wenn 3 Firmen Anlagefonds anbieten oder 3 Firmen irgendetwas anbieten, dann sind die austauschbar. Sobald Köpfe dahinter sind, sind sie nicht mehr austauschbar. Dann fängt es nämlich an polarisieren auf die eine oder andere Seite. Und wenn man halt einen Kopf hat, den viele Leute sympathisch finden, selbst dann können wir gewinnen. Ich habe das Gefühl, wir müssen es wie beim Fliegen machen. Der Wind lässt ein bisschen nach. Krass, gell? Ich weiß nicht, ob wir auf die alle noch eingehen sollen. Ich würde wahrscheinlich nur 2, 3 rauspicken, was denkst du? Ich habe nur etwas zu vorher gesagt, oder was funktioniert. Also der meistgelesene Blogpost, den wir haben,
Und der meist geteilte Blogpost, den wir haben, war das Bild von einer Harley Davidson. TÜV-Nummer dran, SH759. Und die Geschichte von unserem Chef, Investment-Chef. Der schreibt, die Harley Davidson gehört mir, ist das Modell irgendwie Blackrod, irgendetwas, customized mit weiss nicht was für einem Motor. Und die TÜV-Nummer ist 759, weil er ist geboren im Juli 1959. Oder? Und in dem Blogpost sagt er, ich sage euch, wieso im Sommer einfacher ist oder sinnvoller ist, eine Harley Davidson zu kaufen, als Aktie von Harley Davidson. Also der Nutzwert ist der, er arbeitet im Anlagegeschäft und sagt, vergessen den, es ist nicht alles immer glückmachend, wenn man da investiert, weil die Aktie sowieso noch mehr Probleme hat, also Freude macht den TÜV, wenn man drauf sitzt. Und er sagt, und wer Lust hat mit ihm, der kann mit ihm auf eine TÜV-Tour gehen, ab Schaffhausen, am Tag X treffen wir uns, am Samstag, Tag X treffen wir uns, er nimmt alle mit und zahlt dann noch eben ein alkoholfreies Bier, wenn man auf dieser TÜV-Tour fertig ist. Ist der meistteilte Blogpost gewesen, ist auch der gewesen, wo wir jetzt seitens Kommunikation und Social Media am meisten Rücklauf gebracht haben, einfach, hey, coole Idee, wie haben wir das gemacht und so. Und das Gute ist, das war nicht meine Idee gewesen. Hat er irgendeiner selber geschrieben, eingereicht, wir tun die Blogposts nicht verändern von den Leuten, die da sind. Hat er also selber gesagt, es würde mich eigentlich noch wundern, wer da kommt. Zweimal ist er abgesagt worden, immer Wetterpech gehabt, seit es Pfingstwochenende und sonst mal einmal. Er wäre aber auch sonst enttäuscht gewesen. Wir haben mal gesehen, also Verbreitung, 60'000 Views, Twitter und alles. Zwei Anmeldungen zum Mitfahren. Ich mit meinem Roller, wo chancenlos gewesen wäre, aber wir sind ja auf eine Sommertour gegangen. Und ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm hat sich angemeldet. Die Enttäuschung, ich sage euch, die war wirklich gross gewesen. Und jetzt ist aber so, wenn man das diesen Leuten erklärt, was passiert denn? Es sind einfach viele Sachen. Also viele Leute haben das gelesen, viele Leute finden das sehr sympathisch. Aber faktisch, ich müsste Interesse haben, irgendeinen wildfremden Menschen kennenzulernen und mit dem am Schluss noch über Investments zu reden, weil er kann vieles anderes, das zeigt er auch, ich kann über anderes reden, aber irgendwie geht es sich darum. Und nachher müsst ihr noch einen TÜV haben. Und dann müsst ihr am Pfingstmäntig auch noch Zeit haben. Und dann müsst ihr noch auf Schaffhausen rausgehen. Also es gibt eben viel... Dann noch mit der Harley. Nein, er hat alles mitgenommen, er ist da nicht. Nein, aber... Aber er mit der Harley? Wir sagen, ein deutscher Joghurtbecherfahrer fährt nicht mit einer Harley mit. Aber einfach so, die Enttäuschung war relativ gross für etwas, das sehr gut funktioniert hat. Aber wenn man es runterbricht, auf wie viel Potenzial hast du denn überhaupt von diesen Lesern vom Blog, dann sind es dann vielleicht tatsächlich, wären es vielleicht 10 gewesen, die wirklich gesagt hätten, ich könnte das machen, dann muss der Termin noch passen. Also das einfach echte Geschichten und die Leute sind so weit, sie stellen sich vor so Unternehmen. Und das ist für so Unternehmen manchmal ein Problem, weil der Mensch, der hier schreibt, wird zu unserem Aushängeschild. Ich möchte es nicht aufnehmen, weil das ist wirklich so eine lange Liste, das ist nicht schön, die runterzulesen. Einfach haben wir gesagt, ne? Vielleicht noch, es wäre gut, wenn die Leute tatsächlich auf anderen Social-Media-Plattformen aktiv sind. Das sind dann so die nächsten Schritte. Wenn ihr, das werdet ihr kennen in eurer Praxis. Vielleicht noch den haben wir vor einem Zug noch dazu gepackt, Recycling, also dran denken bei der Content-Strategie, dass wirklich auch, es sind Medien da, es sind Inhalte da und das heißt aber nicht 1:1 auf dem Blog, aber man kann zum Beispiel sagen, hey, gestern Abend um 10:10 und in der Tagesschau ist ein Interview über unseren, was ist seine Job? Beschreibung Chief vom Sensing? Chief Investment Officer, Anlagechef. Investment Officer. Ist in Nachrichten gekommen und dann kann man das auf dem Blog durchaus bringen und nochmal recyceln, also auffindbar machen, weil wir wissen, die Medien haben das nicht dauerhaft auffindbar, die könnten die gar nicht so viel horten. Willst du noch deine Marketinginstrumente vorstellen kurz? Also es sind, glaube ich, sind klassische, oder? Ja, also nachher kommt irgendeiner, also die Geschichte bestehen, die Leute sind da und so weiter, dann muss man sich noch, eben, wie kommt eigentlich das Ganze bei euch an? Und dann ist eines vom Wichtigsten, ist, Grundbotschaft haben wir haben Firmenpersönlichkeit, wir haben die Leute, die es machen, wir haben Geschichten gemacht. Nachher kommt, natürlich, oder weil man ja zielgerichtet ist, aber überlegt, wer ist das Zielpublikum von dem? Und das Zielpublikum gibt immer auch das Potenzial an, wo man hat. Aussagen, die ich höre, ist, wir brauchen nicht 240 Leser pro Tag auf dem Blog, sondern 24'000. Das ist so, eben, das sind Ziele.
Das Problem ist, es gibt nicht 24'000 Leute in unserer Zielgruppe, die das sehen. Das ist ein, also ich kann es nicht an alle kommunizieren, weil klassische Werbung, das machen wir, auf unserer klassischen Werbung hat es einen QR-Code, kann man also auf jedem mobilen Device den QR-Code abklicken, man kommt gerade auf den Blog. Funktioniert, aber auch da wieder. Das sind 100'000 Leser von einer, weiss auch nicht, Weltwoche, nein, ja, was nehmen wir das? Die haben 300'000 Leser, ich mache ein Inserat rein, aus der Weltwoche kommen 495 Aufrufe von dem QR-Code. Das ist viel. Und nachher schaut man noch, von denen bleibt die Hälfte nicht auf dem Blog länger als 10 Sekunden, weil da schreibt einer über asiatische Aktien. Wenn es mich nicht interessiert, wieso soll ich es lesen? Der weiss aber, oh, da gibt es einen Blog, vielleicht gehe ich wieder mal schauen. Muss ein bisschen so rechnen. Also den Kanal anpassen. Und die Integration von der, Social Media Initiative einfach nie vergessen, weder auf den klassischen Kanal noch irgendwo auf den elektronischen Kanal. Immer einen Hinweis machen darauf, Facebook-Likes, was auch immer da kann, weil es gibt einfach immer eine Chance, dass einer das auch wirklich dann sieht und wenigstens weiß, dass man das macht. Das liebe ich ja, beim Roman irgendwie drin rumschmieren soll. Er macht so schöne Slides, schön aufgeräumt und ich komme dann, pack irgendwas drüber, so durchstreichen. Ich habe hier einfach mal ein Gedankenspiel reingehängt, dass wir sagen, hier hängt eigentlich unser Blog, der ist im Zentrum von unserer Unternehmenskommunikation oder vielleicht von der Online- und was auch immer Kommunikation, kann man sich überlegen, vielleicht auch nur Social Media. Und hier unten, in dem Bereich da drüber sind eigentlich die Menschen, also einfach mal ein Modell gedacht. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Und hier, das geht hin und her. Also Social Media schickt uns auch Inhalte zurück, Inspiration. Wenn wir wirklich da draußen sind, die Leute Accounts haben, sei es denn Facebook, wo ihr euch jetzt nicht entschieden habt, oder auch aus der Öffentlichkeitsarbeit, das ist das Recycling, das spielt zurück. Also es ist nicht mehr nur hier diese Sendengeschichte, sondern es ist eigentlich so eine Interaktion, so eine großmediale Landschaft, die im Kopf stattfinden muss. Nur weil du gesagt hast, oder weil in Facebook sind ihr ja nicht dabei, das ist auch etwas. Bewusster Entscheid, wo man dabei ist und wo nicht. Also, wir haben gar nicht viel Überlegung gemacht um Facebook, weil wir einfach sagen, unsere Inhalte sind nicht community-fähig für Facebook. Das ist die falsche Zielgruppe. Wir haben Fachinhalte, eben, wir haben jetzt gehört, das Kommentieren. Also, wir sind der viertgrößte Anbieter von Investmentfonds in der Schweiz. Wenn der Chef schreibt, Aktien steigen, dann findet man wenig Leute, sage ich jetzt, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, die dem sagen, das stimmt im Fall nicht. Ich sage dir das, wegen dem und dem ist es nicht so. Es gibt immer mehr von denen. Man findet dann irgendeine so eine Profi-Community, die das anfängt zu schauen und kommentieren. Wir haben so Inhalte. Es ist einfacher auf Facebook, ah, die neue Nivea-Creme, die ist noch gut, die zieht gut ein. Das kann jeder sagen, das merkt man, oder? Wenn aber einer würde fragen, kennt ihr die Inhaltsstoffe von denen und wisst ihr, wie die Nivea-Creme zusammengebaut wird, dann haben wir auch ein Problem. Wir sind eher in dem Teil tätig, wie macht man es, als wie es nützt oder wie es wirkt am Schluss. Das ganz sicher ein Punkt. Entscheidet, welche Kanäle und wisst, warum einen Kanal nicht machen. Es wäre schlimm, nur wissen, warum dass man die Kanäle nutzt, die man nutzt. Ein Versäumnis ist, wenn man nicht weiß, warum man gewisse Sachen nicht tut. Ihr seht also, ich habe noch Potenzial, hier durchaus daran zu arbeiten, dass einfach es gar nicht auf die Plattform ankommt, sondern auf den Inhalt. Und es spielt keine Rolle, die Leute sind eher auf Facebook. Wir haben euch jetzt, wie gesagt, noch ein paar also Fazits mitgebracht, das sind einfach, die sind wild, ja, über die haben wir gesprochen jetzt, das ist nicht nochmal so was Neues, wir haben einfach nichts Neues mehr. Und darum haben wir gefunden, wir haben es hier mit einer fortgeschrittenen Runde zu tun, gibt uns mal noch was soll man noch ergänzen, wir würden euch auch gerne erwähnen in der Präsentation dann, irgendwelche Tipps, Hinweise, eigene Erfahrungen, weil wir sind wirklich überzeugt, das ist keine Floskel, wir sind überzeugt, dass hier unglaublich viel Wissen ist und das lassen wir uns einfach nicht entgehen, oder? Habt ihr irgendwelche Gedanken? Ist irgendwas aufgetaucht jetzt? Esther, du hast geschrieben und viel nachgedacht. Ich habe noch so viel gedacht. wie geht ihr damit um, wenn Leute
Das heisst, also eben als Kommunikationsmensch von einer Firma ist die Personalisierung ein wirklich grosses Problem, oder? Weil der Mensch nimmt in der Regel, also wir gehen davon aus, oder? Der nimmt seine Fanbase, wenn der das richtig macht, nimmt er seine Fanbase mit. Also wenn einer das richtig macht und ich sage jetzt, der hat eine stetige Community, die bei ihm seinen Blog liest und der die bewirtschaftet, weil man wird im Internet gesucht, man wird gegoogelt, man wird wieder gefunden. Das ist für uns ein Problem. Das größere Problem als für uns in der Kommunikationsabteilung ist für den sein Nachfolger. Weil wenn der nicht die, also der Peter Benziger, der wo mit dieser Harley-Geschichte, wenn der geht, und ich gehe jetzt davon aus, einfach wie es geteilt worden ist, wie der schreibt, wie er auch unabhängig von Redaktionsterminen, ist übrigens etwas, was ich unbedingt noch sagen will. Vergessen die Redaktionsprogramme, das funktioniert einfach nicht. Wir arbeiten mit einem Abgabetermin. Also wir versuchen, alle Woche einen Blogpost zu machen und wir geben alle Woche einem von unseren 6 Blogger einen Abgabetermin. Das heisst, alle 6 Wochen muss einer etwas schreiben. Das muss ein Wert sein, das ist nicht so viel. Das sind nicht so viele Zeichen. Ich meine, wir haben einen, oder? Der bringt 44'000 Zeichen an, wenn er uns einen Blogpost abgibt. Und dann sagen wir, das ist im Fall super. Das sind 7 Stunden YouTube-Links dahinter. Da gehen wir einfach, wer soll das schauen, wenn und was denken die Leute, was du den ganzen Tag tust. Oder? Dann sagt er, ja, aber mich interessiert das privat, ich schaue die Sachen an. Sagen wir, machen wir 3 Serien daraus. Oder? Staffel 1, 2, 3, irgendeine so Sachen. Aber was wir nicht haben, und das haben wir angefangen, wir nehmen die Produktplanung von unserer Gruppe. Wir wissen in jedem Monat, welches Produkt wir euch als Käufer verkaufen wollen. Das ist so, das ist quasi, unsere Aktionen wissen wir, können wir anfangen zu planen. Nur einem richtigen Blogger, und das hat sich nachher gezeigt, das sind eben so nicht, also das sind nicht Corporate-Blogger, das sind eben richtige, dem sage ich nicht, dass er am nächsten Dienstag über das Produkt will schreiben. Der steht am Morgen auf, wir haben zu einem, der sagt, am Morgen hat er gelesen, irgendwie ein Hochsee-Containerschiff hat einen Bremsweg von wie viel Kilometer? Weiss das jemand? Richtig, zwischen 20, kommt dann ein bisschen drauf an, zwischen 20 und 25 Kilometer. Und dann sagt er, dann ist mir in den Sinn gekommen. Da ist wieder Börse. Es fängt früher an stoppen, als wir merken, dass es stoppt, oder? Und dann schreibt er eine Analogie, Dampfer und so weiter. Haben wir doch nicht im Redaktionsprogramm gehabt. Im Redaktionsprogramm hätte er müssen schreiben, wieso der Euro gegenüber dem Schweizer Franken immer noch auf einem Franken 20 liegt. Dann sagt er, da interessiert so die Leute vielleicht schon noch, aber ich kann das nicht schreiben, ich will jetzt da schreiben. Unbedingt so Sachen machen. Also bei uns hat sich das bewährt, dass wir nicht mehr Produktestrategie, Leute denken nicht in Produktestrategie, Leute haben Ideen am Morgen. Und jetzt kommt der Punkt, wenn das der richtige Mensch von eurer Firma ist, sagt er immer etwas Schlaues zu dem, wo ihr nämlich drin arbeitet. Weil er wird einen Bezug machen zu dem, was er im Geschäft tut. Und das ist die Gefahr vom Nachfolger von dem, wenn der das nicht kann, dann wird der einfach von den Lesern mal abgestraft, oder? Und wenn einer schreibt, du aber Swisscanto, jetzt haben den Benziger irgendwie vergräulet oder gehen, und jetzt haben wir den und der kann nicht schreiben, dann schauen wir dann, wie wir in Social Media mit dem Kommentar umgehen. Das ist etwas, wo der Nachfolger das größere Problem hat, als der, der weggeht mit dem. Das ist so, das kann ich bestätigen aus meiner Praxis. Als ich bei Nemix gegangen bin, war das tatsächlich ein Thema. Ich war quasi die PR-Frau, die Corporate-Bloggerin und es ist mir nicht so richtig gelungen, meinen Nachfolger einzuführen als das, obwohl wir es probiert haben mit einem Interview und so weiter. Das ist aber heute, muss ich sagen, gar nicht so wirklich schlimm, weil es geht immer mal jemand. So what? Wenn der beste Verkäufer die Firma wechselt, dann haben wir auch das Problem. Es ist immer so, Menschen gehen und die sind nicht 1:1 ersetzbar. Das ist doch okay, wir wollen doch die Persönlichkeit zeigen. Also ich finde das eigentlich noch ein guter Ansatz. Ja, dann ist einer weg, der ist jetzt woanders. Ich habe übrigens dann meine Beiträge kopiert und habe einen eigenen Blog gestartet, weil ich hatte sehr viele bei Nemix und habe die alle rückverlinkt einzeln. Also ich habe die angeteasert bei mir und zurückverlinkt auf Nemix, Originalbeitrag ist dort. Was aus Google, also für Google nicht gerade ein Vorteil war für meinen eigenen Blogstart, aber es war es mir wert, auch diese Aufmerksamkeit rüberzugeben meinem Ex-Arbeitgeber, aber trotzdem die Beiträge bei mir zu haben.
Okay, möchte noch jemand was ergänzen, auch eigene Erfahrung? Da sind wir eigentlich scharf drauf. Gerne, Thomas. Wie bringt man Leute, die sagen, eigentlich habe ich eh schon einen vollen Job. Your turn. Und müssen wir jetzt auch noch Social Media, wenn wir es überhaupt sind, dann haben wir noch Nachteile oder machen. Wie bringt es jeden zu, dass sie sagen, machbar? Also, bei uns war ganz klar so, wir haben irgendeine Leute können überbringen, dass, also wenn ich jetzt würde 6 Leute hier einbringen und die reden mit euch am Tisch beim Apero, dann müsst ihr merken, dass die Sachen geschrieben haben. Wenn ich sie ihnen vorschreibe, dann sind es nicht ihre Worte. Und dann funktioniert ein Blog nicht. Das ist ein vorhergehender Entscheid gewesen. Wir können PR weitermachen, wie wir wollen. Oder wir können sagen, der schreibt ein Fachpapier und wir versuchen, das an eine Zeitung anzubringen. Das war das eine. Wir haben einfach angefangen auch flattieren. Wir haben gesagt, es ist für euren Mehrwert. Weil ihr kommt tatsächlich aus dem Namen von der Firma raus und ihr kommt das Gesicht über und ihr verkörpert das Gesicht von der Firma. Eben, ist schwierig. Und ab dem ersten Moment, wo, und das ist so, Journalisten lesen Blogs, das haben wir jetzt einfach festgestellt. Am ersten Moment, wo der Mensch von SF Börse oder SRF Börse zum Peter Benziger mal für ein Interview ins Büro gekommen ist und gesagt hat, ich habe leider keinen TÜV, ich habe mich aber fast angemeldet, oder, zu meinen hinten drauf sitzen. Das ist oder für uns unbezahlbar. Der hätte der Einzige sein können, der den Blogpost gelesen hat. Und selbst dann hat er gesagt, er hat etwas gebraucht. Oder? Und mir tun schon noch ein bisschen mit. Also, es geht ein bisschen auch aufs Ego der Leute. Es ist schön zu publizieren. Es ist so. Es ist schön zu publizieren. Was wirklich hakt, ist das Kommentieren. Weil bei uns ist auch so, es gibt auf dem Swisscanto-Blog einen Kommentar, da gebe ich jemandem eine Antwort, aber die geht so. Mein Name ist Roman Kappel, ich bin von der Kommunikation. Der Herr so und so ist leider in der Ferien. Ich kann Ihnen aber die Antwort geben, weil es ist eine Fachfrage. Es ist nicht eine Frage, die jetzt der Mensch für sich oder also aus seinem Herzen. Und dann gebe ich die Antwort. Aber wenn ein Kommentar kommt, dann schreiben die Antwort selber. Das sind die dem Leser auch schuldig. Und auch dort wieder, dass wir vielleicht einmal miteinander überlegen, wenn jetzt jemand schreibt, oder ihr seid die Teuersten und die Schlechtesten, dass der mal in die Kommunikation kommt und sagt, hey, das fragen Sie ja auch jemanden, was sagen wir da als Antwort? Es gibt schon noch eine Corporate-Sprache, auch hinter dem, das muss man sehen. Also, das Ding steht alles über unter dem Ziel vom König. Das ist so. Wir versuchen einfach das Corporate-Blabla, das wir gelernt haben, bei Ihnen rauszunehmen und authentisch zu sein, indem Sie eure Antworten geben. Also jeder kann das ausprobieren. Die Antwort kommt von Benziger und ich mache einen Wett, wenn ihr die Chance habt, einen von denen zu treffen, ihr erkennt die Leute wieder, bis auf einen. Es gibt jemanden, er schreibt grausam, trocken, sachliche Sachen und ich kenne den seit ich bin 13 Jahre in dieser Firma, ich kenne den seit 13 Jahren und der ist nicht so. Und der schreibt so. Und das ist jetzt auch etwas. Was will ich dem sagen, bis mal lustig? Er ist ein glatter Sieg. Aber er kann es nicht schreiben, weil er sagt, ich habe einen Job, ich mache das in dem Job. Und dann schreibt er über das. Und er will auch, im Gegensatz zu was wir in der Presse haben, er sagt euch nicht, dass seine Freundin jetzt schon in Kroatien im Segeln ist und er seine Hemper selber macht. Sondern er sagt, mies, was ich mache, bringt mehr als das, das und das. Erstaunlich ist, oder schön ist zum sehen, der hat ungefähr die gleiche Leserschaft wie die anderen auch. Weil es auch Leute gibt, die sagen, der interessiert mich nicht, ob der Banker morgen ein rotes Weizes Hemd hat, der soll es richtig machen. Und er sagt ihnen, wie man es macht. Und auch das muss Platz haben. Aber es, eben, das ist der Einzige, den ich glaube, würde denken, der ist nicht so, wie er schreibt. Keine zusätzlichen Tipps verraten, Sie wollen uns also dir Fragen stellen? Ja. Gerne. Wissen das mit der Richtung, dass bei euren Produkten, ich glaube, so wie ich jetzt kenne, sind die ein bisschen immer noch gesehen und gewinnt. Ja. Next Step. Tipptopp. Wir haben nach einem halben Jahr Bloggen ein Review gemacht, wo auch wieder der Prophet im eigenen Land nicht war, sondern zu Franken, hat mit jedem Blogger angesagt, 45 Minuten gemacht, 2 Stunden pro Mann.
darüber diskutiert, wie ist das gewesen beim Bloggen. Auch sehr viel Charme und sehr viel Motivation dahinter gewesen. Also das ist einfach so, die Leute haben das gerne, wenn man sie dazu motiviert. Und ein Punkt war, was macht ihr, dass eure Beiträge an die Leute kommen, die ihr kennt. Und das ist wirklich so, ich kämpfe noch mit dem. Sie machen tatsächlich, die schreiben spontan Blogposts, haben wir heute einen bekommen, letzte Woche einen bekommen. Wir verbloggen den, ich versuche den auf meinem Xing-Profil, LinkedIn-Profil. Wir probieren das jetzt dann auf einer Google-Plus-Seite. Wir tun es auf der Internetseite in News, wir vertwittern es. Finanzblog tut es weiter, leitet es ihren Lesern schaffen. Und das Einzige ist, man findet die Leute nicht auf Xing, nicht auf LinkedIn. Und das hat bei uns, bei gewissen einfach schlichtweg damit zu tun, die sehen für sich den Nutzen nicht. Und viel, und das ist etwas, was ich Ihnen nicht einmal absprechen kann, ein Chef von einer Firma, also wo man schauen kann, wo ist der in der Hierarchiestufe, der Kunde hat schon viel Xing und LinkedIn-Anfragen über, wo, wenn man etwas, wie soll ich sagen, wenn man ein bisschen sensibel ist, also wenn es einem nicht so geht, wie gewissen Politiker, die weiss nicht, wer alles ihre Facebook-Seiten einnehmen, die nachher im Blick steht, oder? Hat ein Rechtsradikaler, hat einen Linksextremen in seinem Profil. Und wir wissen alle, der hätte gar nicht kennt, der hat einfach Anfrage, ja, ist gut, einer mehr, wo ich meine Botschaft bringen kann. Und es gibt bei uns, sie wollen das nicht machen. Ich weiss, dass sie es nicht machen wollen. Und, jetzt haben wir machen wir ein Ding, wir versuchen es jetzt über denen ihre Assistentinnen. Das einfach mal sagen, ja, die kennen, die kennen ihre Agenden, die kennen ihre Kontakte, die können auch eine LinkedIn-Anfrage für ihren Chef, die kann beurteilen, kennt ihr den jemanden oder kennt ihr den nicht. Und kann auch schauen, tut das updaten. Sind definitiv nicht so weit, wie wir sein sollten. Den durfte ich entflammen für LinkedIn. Das ist so. Ich habe hier schnell noch was notiert, was du gerade gesagt hast. Verlangt den Autoren kein CMS-Know-how ab, finde ich eine sehr strategisch, eine sehr gute Entscheidung, weil daran hapert es dann auch oft, ne, ja, in der Praxis. Oh, jetzt muss ich schon wieder ein neues Programm. Ich meine, das sind hochbezahlte Manager. Ich weiß nicht, ob wir denen beibringen sollen, wie WordPress geht. Also ja, das ist übrigens tatsächlich das Einzige, was wir machen. Also wir kommen die Beiträge über, gell, Marilina, manchmal als E-Mail, meistens als Word, mit ganz wilde, unten dran, 7 Linien mit YouTube-Links, wo sie dann quasi nicht mal wissen, oder wie mache ich einen Hyperlink im Word hinten dran. Müssen sie auch nicht. Einstellen, Korrektur lesen, auch das ist so ein Thema, da kann sie mal einen Fehler drin haben. Sie Leute, die, also die, die geschrieben haben, den Fehler, die Leute mir an und sagen, wieso hast du den Fehler nicht rausgenommen, der ist jetzt auf dem Blog, oder? Und das hat einfach damit zu tun, wir tun tatsächlich Sinn und Sache lesen. Und natürlich, wir hauen dann nicht extra noch Komma-Fehler rein oder so, aber ich bin zwar als Kommunikationler nicht einer, also Komma setzen ist Glückssache in der Regel. Und das regt die dann auf. Aber wir haben tatsächlich, und das war eine Angst, gewesen, wo wir das mit dem Blog gekommen sind, oder? Wo die mal eine Blogschule hatten, oder? Wo man das WordPress aufgemacht hat, oder? Ja, dann musst du die Headline und die muss irgendwie, oder 154 Zeichen ist gar nicht so schlecht wegen der Suchmaschine und dann unten kannst du noch x Zeug anklicken. Dann merkst du, also für das haben sie keine Zeit, sondern wir sagen, macht den Inhalt, wir machen die Verpackung dann schon. Schauen, zum Teil haben wir noch eine Grafik, das ist der Vorteil der Kommunikation, weiss immer jemand, was schon mal gezeigt worden ist. Tun dann vielleicht noch eine Grafik hier. Wobei selbst das, die schicken irgendeine Grafik mit und die wissen ganz genau, wenn ich das noch schön und high-res brauche, dann schaue ich mit Assistenten, mit was auch immer. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Angst nehmen vor dieser Technologie. Und das mit dem Dings, mit Xing und LinkedIn, Registrationen, ist auch so etwas, das haben die einfach nie gemacht, das muss man mit denen ein bisschen näher angehen. Habt ihr noch irgendwelche Hinweise, Fragen? Dann würde ich sagen, wir müssen unbedingt noch mal kurz wir müssen euch was gestehen. Es sind eben Dramen in der Geschichtsschreibung, immer gibt es immer derig. Und ein Drama ist, dass Zu Franke tatsächlich noch nie mit mir verbloggen ist. Wir haben da die Idee nicht wirklich im Fliegen gehabt. Aber die Versuchung ist so gross, also das ist meine Fluglehrerin und das ist wirklich in Savonin. Aber wir haben tatsächlich den Zu Franke, also du hast
Nicht so schlecht. Super Photoshop, hast du es erkannt. Aber es war so eine Versuchung, um einfach mit dem Google Hangout Video die Geschichte ein bisschen anzuziehen, weil Fakt ist, die Bilder, ihr werdet es wissen, ihr werdet da rausgehen und sagen, das sind die zwei gewesen, die nicht miteinander geflogen sind und noch Playmobil-Männchen drin haben. Also wir haben eine wichtige Regel gebrochen, immer die Wahrheit sagen, aber wir haben gedacht, wir erlauben uns das. Mal sehen, wie oft es auf Twitter aufgetaucht ist, dass wir zusammen fliegen. Es denkt alles Vetterlis-Wirtschaft, dass wir zusammen arbeiten. Ja, also großes Sorry für das. Es hat uns einfach der Story gedient. Wir haben gefunden, es kommt noch irgendwie cool. Also es ist interessanter, als zu sagen, wir haben uns irgendwie in der Bezirksstrasse 23 in Zürich in einem Schulzimmer darüber unterhalten. Da haben wir gedacht, das machen wir so. Komm Roman, jetzt gehen wir zum Apero. Ja. Herzlichen Dank. Danke für die vielen Fragen. Ich freue mich auf jeden Kommentar auf unserem Blog. Ganz herzlichen Dank. Also der Applaus ist sicherlich gerechtfertigt. Bitte sehr. Das Glück. Es steht euch natürlich frei, das nachzuholen und dann uns ein echtes Foto zu bringen. Also und das ist mindestens einen Kaffee wert, wenn wir uns wieder in Chur in der Mensa treffen, dann zu. Ne? Vielleicht aus meiner Sicht noch, um das abzurunden, zwei Dinge. Wenn noch Fragen sind, können wir die gerne auch noch beantworten oder beim Apero. Ich habe zwei Dinge gelernt. Es lohnt sich, Menschen zum Bloggen zu zwingen, in Anführungszeichen. Ich mache das mit Studierenden, mit den sogenannten Digital Natives, für die das Bloggen manchmal so ist wie für mich das Gleitschirmfliegen. Ich habe das noch nie gemacht. Obwohl sie Digital Native sind, ist für das Bloggen wirklich extrem weit weg. Das sind 20, 22, 25-jährige Studierende, die bloggen müssen bei mir im Unterricht. Bei dir auch. Und die stellen sich manchmal an. Also ich fange nächste Woche mit dem Unterricht an und ich werde die Präsentation sicherlich auch geeignet nutzen. Und das Zweite ist, was ich auch gelernt habe und wo ich jetzt eigentlich überzeugt bin, weiterzumachen. Ich bin im Hochschulbetrieb, im Wissenschaftsbetrieb seit etwa 20 Jahren tätig und die Wissenschaftler hat immer das Problem, ihre Ergebnisse in die Bevölkerung, in die breite Masse zu bringen. Und wenn man dann so Berichte über Forschungsprojekte, über Wissenschaftsprojekte liest, dann liest man maximal den ersten Abstract und dann ist eigentlich vorbei. Und ich habe eigentlich schon vor mehr als 10 Jahren den Leuten gesagt, eben Storytelling, erzählt doch Geschichten drumherum über das Projekt. Es sind Menschen, die in diesem Projekt arbeiten, es sind nicht nur abstrakte Ergebnisse. Ich habe das auch in der Hochschule, wo ich aktuell bin, immer wieder versucht, auch zu sagen, ein Blog wäre eigentlich genau das ideale Instrument. Bisher hat es noch nicht gefruchtet. Ich werde weiter bohren. Ich bin bestärkt bei euch. Ja, aber nicht an der FAS St. Gallen. Insofern sind das zwei Dinge, die ich persönlich mitnehme. Ganz herzlichen Dank für eure Präsentation. Ich denke, die weiteren Fragen und Kommentare werden wir dann beim Apero klären. Und ich möchte dann gerne unserer Vereinspräsidentin das Mikrofon übergeben. Vielen Dank. So, ich komme mal zu dir. Danke vielmals, Hans-Dieter, für die Moderation. Auch wenn ich jedes Mal den Namen irgendwie vermurks. Von mir ganz herzliches Dankeschön an euch zwei. Ich weiss, du hast bei Dynamics geschafft, kennst du um St. Gallen auch schon ein bisschen, aber für dich ist das, glaube ich, eine Premiere. Heimatort, Henau. Ja, was? Nochmal so einer. Also, oder so ein ähnlicher. Der Andreas Vollgunter, der das letzte Mal da war, hat auch gesagt, Heimatort Flawil, aber er war vorher noch nie in St. Gallen. Also. Ich möchte euch einfach hier noch von uns, vom Verein Social Media Snack, ein kleines Dankeschön mitgeben, ein kleines Andenken an St. Gallen. Und zwar, weil wir hier ja im Hofkeller sind, in der St. Galler Pfalz, im Klosterviertel. Und darum kommt ihr von uns St. Galler Klostersiegel über. Danke vielmals. Oh, das ist gar nicht zum Essen. Mal, Siegel. Und nicht den Stadtschlüssel überlegen. Das ist also ein Stück.